So, liebe Freunde, das ist mein eigener Wartburg 313-1 Sport. Leider nur als Modellauto, aber sehr schön und gelungen. Ich hatte ja vorige Woche aus Hohenstein berichtet, Hohenstein-Ernsthal vom Marktplatz, von dem gelben 313er aus Waldenburg, der so gelungen ist. Und jetzt habe ich den in klein, wie gesagt, und in rot. Ganz, ganz tolles Auto. Ich hatte ja darüber berichtet im Videokanal. Und dieses Auto war, wie gesagt, 1958, wurde in New York gekürt zu Europas Auto des Jahres vor Porsche. Das hatte ich nicht mit reingeschrieben. Also damals war die Ingenieurskunst unserer Eltern in Sachsen, in der DDR, und in Thüringen richtig, richtig gut. Ja, soweit dazu. Wir selbst hatten ein 311er mit nur 37 PS, rot-weiß, viertürige Limousine. Der hat lange, lange seinen Dienst getan und dann kam der 353er danach. Und hier gibt es noch weitere Modellautos der Autokollektion. Trabant ist klar. Hier nochmal als Coupé. Der 311er oder 312er, der Trabant. Und hier der berühmte Sachsenring. Da gibt es einen ganz tolle blau-weiße lackierten Sachsenring für die Friedensfahrt. Journalisten, da habe ich berichtet aus dem Horschmuseum in Zwickau, ist auch mit auf dem Kanal drauf. Wunderbares Video, wunderbarer Bericht. Und Horsch, das war ein ganz feines Auto. Hier noch ein schöner Wartburg. Ja, Trabant. Das war's soweit. Ja, und siehe, das andere Video, es wurden nur 460 oder 65 gefertigt. Eigentümer waren Karl Eduard von Schnitzler, der Otto Grotewohl, Eberhard Kurs, und ich habe es auch in der Liste mit drin stehen. Ich kann es gar nicht alles sagen, ja. Und den Eberhard Kurs habe ich damit gesehen in Bad Saarow am Scharmützelsee und in Dienstdorf zweimal oder dreimal. Haben auch einen kleinen Plausch gemacht an der Kasse in der Kaufhalle und ganz tolles Auto.